In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man einen iCall abonniert. iCall ist ein Format, das was es erlaubt, Kalender, also Kalendersoftware, andere Kalenderdaten auszulesen, anzuzeigen. Das ist nur möglich, wenn ihr eine Premium-Mitgliedschaft für Bitwig habt. Und ihr könnt nur abonnieren, also nur lesen, aber nicht beschreiben in euren Kalender. Und ich zeige euch das jetzt hier für den Google-Kalender. Das geht da jetzt so ziemlich jeder Kalender-Software. Als Beispiel nehme ich einfach Google. Ich erstelle nur kurz zu Demo-Zwecke einen Testkalender-Eintrag, dass wir später dann sehen, wie es funktioniert. So, ihr geht in den Settings auf das Profil. Im Profil habt ihr hier oben drei Reiter und der letzte Reiter ist API, also die API. Hier klickt ihr rauf und wenn ihr das erste Mal macht, müsst ihr ein Passwort eingeben und ihr klickt auf Aktivieren. Dieses Aktivieren erfolgt auf Inkerei-Basis, also wenn ihr mehrere Benutzer habt, muss dieses Aktivieren der Admin durchführen und dann ist es für alle aktiv. Um jetzt auf diese Daten zuzugreifen, müssen wir noch auf hier das Augensymbol klicken. Dann werden die URLs angezeigt. Und im ersten Block, das ist der iCall-Block, können wir die URLs benutzen, um einen iCall zu abonnieren. Darüber findet sich eine Auswahl, also welche Events, also welche Einträge wir abonnieren möchten. Und ich möchte jetzt die To-Dos, also wähle ich die To-Dos aus, abonnieren und klicke hier auf dieses Symbol, das kopiert mir einfach diesen Link. Wenn ihr könnt auch hier hinten eine Datei runterladen. Der Unterschied ist, wenn ihr die Datei runterladet, die Events im Kalender werden nicht aktualisiert. Also das ist nur der Ist-Zustand. Wenn ihr aber den Link kopiert, dann gleicht eure Kalendersoftware die Daten immer wieder ab. Also kopieren wir diesen Link, gehen zu unserem Google-Kalender und hier, wenn man hier runter scrollt, kann man hier klicken auf weitere Kalender. Und dann klickt man hier einfach auf das Plus, weiteren Kalender hinzufügen. Und dann kann man hier sagen, Kalender abonnieren, per URL. Ich klicke einfach auf per URL. Kopiere hier die URL rein. Sage Kalender hinzufügen. Das dauert kurz, es muss einen Abgleich machen mit der API. Hier steht, okay, er wurde erstellt. Hier an erster Stelle gleich. Hier sieht man auch mal, hier könnten wir auch den Namen ändern, theoretisch, und wie die URL lautet oder die Farbe. Und gehen wir jetzt zum Kalender zurück. Sehen wir hier, ups, Entschuldige, unseren Testkalendereintrag von heute. Wie gesagt, das ist nur ein Abonnieren, ein Auslesen der Kalenderdaten. Wir können diesen Eintrag nicht verschieben oder nicht bearbeiten, aber es ermöglicht euch in eurer, zum Beispiel am Handykalender etc. oder am Computer, am eigenen Kalender, die ganzen Termine auch runterzuladen und immer aktuell zu halten. So, ich hoffe, das hat euch geholfen. Vielen lieben Dank.